Hallo ihr Lieben, ich habe mich nicht verlaufen, keine Angst, das ist schon richtig so, ich bin nicht in der Küche, ich bin in Isabels Zimmer, ich war heute sowas von fies, also richtig fies, ne? Und ich habe alle meine Kinder, die zu Hause sind, es sind im Moment 3, Manuel ist wieder unterwegs, dazu gezwungen, ihre Zimmer aufzuräumen. Und damit es Wirkung hat, habe ich gedroht, wenn die jetzt nicht ihre Zimmer zu meiner Zufriedenheit wohlgemerkt, diesmal aufräumen, stöpsel ich einfach den WLAN ab. Und dann können sie da nichts mehr anfangen mit den Dingen. Also haben die 3 tatsächlich ihre Zimmer aufgeräumt. Also, ja, wie es halt so für Teenies ist. Aufgeräumt, sie sind zufrieden, es ist deutlich besser als vorher. Also werde ich dann auch erstmal zufrieden sein damit. Aber ich nutze gerade die Gunst der Stunde, solange die Zimmer einigermaßen vorzeigbar sind, wollte ich euch einen kleinen Rundgang anbieten. Also in Manuels Zimmer gehe ich nicht rein. Der hat mich aufgeräumt. Da kriegt man Angst. Und außerdem ist er schon 19, er kann mich verklagen, sagt er, wenn ich ohne seine Erlaubnis sein Zimmer mal irgendwie auf irgendwo zeige. Aber die Zimmer der anderen 3, die zeige ich euch ganz kurz jetzt. Das ist Isabel. Das ist ihr Arbeitsplatz. Also wir haben das Zimmer Anfang des Jahres, Osterferien. In den Osterferien renoviert. Das war früher hier oben, war so Prinzessinnen-Bordüre, ne, so Disney-Prinzessinnen. Alles war und pink. Diese Wand war Flieder, diese Wand war pink. Also sind wir in den Baumarkt gefahren und haben uns, bei Hammer haben wir das gefunden. Hammer, ja. Diese schöne Tapete gefunden. Die ist nicht überall, ne, das ist nur so. Da 2 Streifen, genau. Da und hinter dir. Und meine Mutter war bei Ikea und hat für Isabel diese Möbeln gekauft, mit ein paar Kisten schon drin. Ja, das hat Isabel sich auch noch in einem Baum Möbelmarkt. Das war ja wohl. Nein, das war nicht ja wohl, das war bei Kranz. Kranz? Achso, ja. Stimmt, Kranz. Das hat sie sich ausgesucht. Ja, hier Schminke, deutlich mehr als bei mir. Wofür auch immer ein junges, schönes Mädchen Schminke braucht, weiß ich nicht. Mädchen wollen immer Schminke haben. Hm? Und ja. Und hier ist ihr Regal, das hat auch Oma gekauft und wir haben dann bei Kranz einfach noch ein paar zusätzliche dieser Kisten uns besorgt. Und die 3 haben wir zusätzlich bekommen. Genau, und hier ist ein alter Schaukelstuhl und das ist hier ihr Schrank. Und da, den haben wir weiß gestrichen. Da bin ich. Hallo nochmal. Diese beiden Teppiche, ne, diese grauen, haben wir auch bei Kranz gekauft. Die sind richtig flauschig. Und was ich euch noch zeigen wollte, meine Tochter turnt, ne? Also die ist Leistungsturnerin und da sind ihre ganzen Anzüge. Und eine Turnhose. Genau. Und diesen Anzug hier hat sie Anfang des Jahres, war eine Versammlung vom Verein und alle Sieger vom letzten Jahr, Kreismeister, Kreismeisterinnen, wurden geehrt und haben ein kleines Geschenk bekommen. Und Isabel durfte sich auch aussuchen, ob sie so ein Haarband haben will oder Anzug. Und die hat sich diesen Anzug. Oder Turnhose. Genau. Und sie hat sich diesen Anzug ausgesucht. Ich finde ihn schön. Ja, und vor allem, wenn man, ne, man weiß, wofür der steht. Ne? Kreismeisterin 2017. Ja. Das ist jetzt so der kleine Überblick, so in Isabels Zimmer. Und jetzt bin ich in Christians Zimmer. Da ist das Christian. Wir haben Christians Zimmer Anfang des Jahres neu gemacht. Das war früher auch so Kinderzimmermäßig, ne, mit Dinosaurierbordüre da oben, grünen Wänden. Da haben wir uns den Kerl hier geschnappt und sind in den Baumarkt gefahren. Und ihr werdet nicht glauben, was er sich für Farbe ausgesucht hat. Es ist schwarz. Es ist schwarz. Was hast du gegen schwarz? Die Wände sind schwarz. Okay, und der kleine, der große, der steht auf Mangas. Warum auch immer.
Kann ich nicht wirklich verstehen, aber er hat sich... Da, jedes Taschengeld wandert in den Buchladen, wo er sich dann die Mangas kauft. Ganz toll. Und meine Mutter war dann irgendwo auch und hat diese Bordüren gefunden. Die waren im Angebot. Und dann hat sie die für ihn gekauft, damit es ein bisschen schöner aussieht. Genau, so sieht das aus. Und diesen Schrank, diesen hier, den hat Christian selber gebaut in der Berufsschule. Ich finde ihn richtig genial. Und jetzt bin ich in einem anderen Zimmer. Das ist das von Raphael. Da hat er so richtig schöne mit Delfinen die Bordüre oben. Und der steht, wie man nicht schwer erkennen kann, auf Lego. Vor allem Star Wars. Ne? Und ja, das sind die ganzen Lego-Dinger. Star Wars Raumschiffe, wie auch immer die Dinger alle heißen. Genau, hier ist sein Bett. Da ist auch irgendwas von Lego Star Wars. Nein, das ist Playmo. Playmo? Das ist Playmo. Ach, gehüpfte, gesprungen. Alles Plastik. Ein bisschen unordentlich sein Bücherregal, das hat er nicht aufgeräumt. Sein kleiner Kleiderschrank. Dann haben wir hier eine Isabel, die schon wieder mitten im Bild steht. Das ist der Schornstein von unten. Hier ist noch ein Schrank. Das ist der Schornstein? Ja. Wo genau, denkst du sonst? Hast du so ein Fenster? Ding hier? Da ist auch so ein kleiner selbstgebauter Regal mit noch mehr Lego-Zeug. Und hier haben wir den Platz ausgenutzt hinter dem Schornstein, war so ein Platz. Und da hat Dirk einfach mal Regale eingebaut und Türen davor gemacht. Hallo, ich bin jetzt in der Küche und es wird wieder Zeit fürs Abendessen. Und ich habe mich heute entschieden, dass ich Gemüseeintopf koche. Dafür nehme ich immer einen großen, großen Topf. Da ist schon Wasser drin. Dann haben wir hier Kartoffeln, ein paar Möhren, zwei kleine Zwiebeln, zwei Zehen Knoblauch. Dann haben wir hier ein Stück Paprika gefunden, das nicht mehr ganz so frisch ausgesehen hat. Das kommt auch noch mit rein. Dann habe ich Bohnen und Erbsen. Und dann natürlich Gewürze, Salz, Pfeffer und entweder Tomatenmark oder passierte Tomaten. Ich glaube, ich nehme gleich passierte Tomaten dazu. Und zum Schluss, wenn der Eintopf schon fertig ist, schneide ich da noch Geflügelwürstchen rein. Also Wiener Würstchen. Und jetzt sage ich mal, so, ich fange an mit dem Schnippeln. Kartoffeln sind im Wasser. Jetzt knöpfe ich mir die Möhren vor. Und jetzt kommt es wieder alles zu den Kartoffeln in den Topf rein. Wo ist denn mein Kochlöffel da? Und wieder Deckel drauf. So. Die Zwiebeln habe ich gerade tränenreich geschnitten. So, die Zwiebeln, die braten gerade an. Und hier mache ich jetzt in den Eintopf noch die Bohnen rein. Sieht schon ziemlich bunt aus, finde ich. Und jetzt kommt noch der geriebene Knobel dazu. Jetzt kommt es einfach in den Topf mit dazu. Das dampft hier alles. Jetzt schmeiße ich auch noch die Erbsen mit rein. Und hier, das ist Bouillon pur von Knorr. Gemüse. Das packe ich auch noch mit rein. Stück. Dann kommt natürlich Salz mit rein.
Pfeffer, Dill und Lorbeerblätter. Und dann gieße ich noch die passierten Tomaten mit rein. Und in der Zwischenzeit schnippel ich dann mal die Würstchen und räume hier ein bisschen auf. Es ist fast fertig. Jetzt kommen noch die Würstchen dazu. Braucht das Ganze vielleicht maximal 5 Minuten und dann können wir essen. Ich habe euch vorhin ja die Kinderzimmer gezeigt und ich wollte nur kurz was klarstellen, also bevor die Stimmen hier laut werden. Ja, meine Kinder haben alle einen Computer in ihrem Zimmer. Nicht, weil wir so super reich sind, nein, das sind wir auf keinen Fall, deswegen suche ich mir gerade auch einen Job. Die Kinder haben sich die Computer selber gekauft. Die haben, wie Raphael jetzt zum Beispiel, er hat letztes Jahr zum Geburtstag Geld sich gewünscht von seinen Freunden und von Verwandten und zu Weihnachten hat er auch Geld bekommen, ein bisschen, also von Tante und so. Und dann hat er sein ganzes Taschengeld das ganze Jahr gespart. Und hat sich zu seinem Geburtstag, hat er ja letzten Monat, den Computer selber gekauft. Wir haben einfach nur nochmal Geld dazu gegeben als Geburtstagsgeschenk. Er hat dann nichts anderes bekommen, sondern nur Geld von uns und durfte sich dann den Computer kaufen. Das haben alle Kinder, alle vier so gemacht. Wir brauchen den Computer nicht nur zum Spielen. Das Spielen ist klar, heute ist Sonntag und in den Ferien auch. Aber es ist schon in der Grundschule so gewesen, dass die Kinder zu Hause für Referate irgendwas am Computer suchen mussten und ausdrucken Bilder. Bei Raphael war das jetzt einmal Steinadler, einmal, ich glaube, Gepard oder so. Und auch bei den Großen sowieso wird immer mehr in der Schule auch am Computer was verlangt, dass die Arbeiten irgendwie da recherchiert werden müssen und so weiter. Und deswegen brauchen sie ein PC. Und wenn sie das Geld selber zusammenkriegen können, dann ja, warum nicht? Und bei Christian habt ihr ja dieses schöne Schränkchen gesehen, was er selber gebaut hat. Und da drinnen steht eine Flasche. Keine Panik, diese Wodkaflasche hat er leer gefunden. Die fand er einfach schön. Hat er bei seinem Kumpel gefunden, hat er mitgenommen. Das hat er jetzt da reingestellt und ich glaube, der will irgendwie Dekosand oder Steinchen oder irgendwas da reinmachen. Also das ist rein Dekoration. Da ist nichts drin. So, das Futter ist fertig. Ja. Es blubbert noch ein bisschen vor sich hin, weil es noch auf dem Herd steht. Und jetzt zeige ich, wie der leckere Eintopf am Teller ausschaut. So sieht heutiges Abendessen von uns aus. Total lecker, wenn ihr das nur riechen könntet. Das ist so, das duftet so schön. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, ihr Lieben. Ich wollte nur kurz was fragen. Sind das zu viele Videos in letzter Zeit oder gefällt das euch so? Weil ich koche ja eigentlich jeden Tag und nicht immer das Gleiche und deswegen nehme ich die Kamera dabei mit, aber ich habe mir überlegt, soll ich vielleicht mehrere Abende, mehrere Gerichte, Rezepte einfach in kürzer und in ein Video reinpacken oder gefällt euch so, wie es jetzt ist, gut und ich kann das so lassen. Eure Meinung würde mich interessieren und jetzt rufe ich die Bande und es wird gegessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.